Hi, schön, dass ihr bei meinem neuen Video dabei seid, in dem ich euch zeige, wie ihr dieses leckere Tzatziki zubereiten könnt. Und dafür verwende ich frische Knoblauchzehen, Gurken, die habe ich bereits geschält und in Stücke geschnitten, saure Sahne, griechischer Joghurt, Salz und Pfeffer sowie Olivenöl. Ich beginne damit, die Gurkenstücke mit einem Teelöffel Salz in den Mixtopf zu zerkleinern für 3 Sekunden auf der Stufe 5. Die zerkleinerten Gurken haben jetzt ordentlich Wasser gezogen und das lasse ich im Garkörbchen mit einem Teller untergestellt abtropfen. In der Zwischenzeit geht es weiter mit den Knoblauchzehen. Diese zerkleinere ich für 3 Sekunden auf der Stufe 7. Schiebe einmal alles mit dem Spatel nach unten und wiederhole den Vorgang. Nun kommt der Joghurt, die saure Sahne und die Gewürze in den Mixtopf und das wird für 15 Sekunden auf der Stufe 3,5 verrührt. Zum Schluss nur noch die Gurken dazu und für 5 Sekunden im Linkslauf auf Stufe 3,5 verrühren. Damit ist das Tzatziki auch schon fertig und servierbereit. Ich habe es noch mit Olivenöl beträufelt und am besten bis zum Servieren schön kalt stellen. Oder gerne auch über Nacht, dann kann es noch ordentlich durchziehen. Das ging doch jetzt super schnell und einfach und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Tzatziki mal selbst auszuprobieren, dann klickt hier links unten und ihr kommt zum Rezept. Vergesst wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und dann freue ich mich auf das nächste Video. Macht's gut, bis bald, eure Bunny.